Hallo, servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute bin ich bei der Premiere von Antonio im Schmeckt's nicht. Ja, wir sind sehr gespannt, was wir auf dem roten Teppich alles erleben und natürlich auch, wie der Film ist. Aber auch eine Frage, die ich mir stelle, ist: Wem schmeckt denn was und was schmeckt ihm nicht? Das möchte ich für euch jetzt gleich auf dem roten Teppich herausfinden. Wie war es für dich, jetzt nach 7 Jahren weiterzudrehen an dem Projekt? Das war sehr spannend. Ich habe mich erstmal gefreut, dass der Film sozusagen weitergeht und dass ich die Rolle nochmal aufnehmen kann. Und ich habe mich gefreut, mit Christian wieder zu arbeiten. Also es war eine schöne Überraschung sozusagen. Es geht jetzt so ein bisschen im Film auch um die Flitterwochen. Reisen allgemein, hast du auch so ein Reiseerlebnis, wo du sagst, an das möchtest du nicht zurückdenken? Gott sei Dank nicht. Also ich finde ja manchmal, die absurdesten Situationen beim Reisen sind die besten. Und zwar nicht nur im Nachhinein, vielleicht auch schon irgendwie am nächsten Tag. Und gerade wenn ich mit meiner Schwester verreise und Dinge schiefgehen, wir wissen das geradezu zu schätzen. Also der Film ist erstmal ein wahnsinnig gut launiger Sommerfilm, bei dem man extrem viel lachen kann, absurde Situationen und ich glaube auch sehr lustige Charaktere kennenlernt, wenn man sie eben noch nicht kennt. Wenn man Maria kennt, kann man sie wieder treffen, das ist ja auch was Besonderes. Und man lernt New York kennen, also es wird eine ganz eigene Welt aufgemacht. Wie war es denn für Sie als Regisseur, so nach 7 Jahren Pause wieder den Anschluss zu finden? Also es war eigentlich sehr einfach, da Christian und Mina es mir sehr leicht gemacht haben. Die beiden sind ja ein super eingespieltes Team und haben sich im ersten Teil wirklich gefunden und haben auch, was die Geschwindigkeit der Sprache, was das Timing, was den Humor angeht, wirklich mir das Leben sehr, sehr leicht gemacht. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, einen zweiten Teil zu machen, weil man einerseits den Geist des ersten Teils erhalten will, aber auch nicht ein Abziehbild des ersten Teils machen. Und deshalb haben wir auch uns so lange Zeit genommen, weil wir sehr lange am Buch gearbeitet haben, um einfach auch eine Story zu finden, die die Geschichte weitererzählt, aber auch nochmal neue Aspekte bringt. Wie geht's denn weiter in dem Film? Wie geht's weiter? Der zweite Teil. Ihr habt geheiratet. Was erwartet uns jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Jetzt kommt... Wieder vergessen? Nee. Jetzt kommt der Schwiegervater und nervt. Und nervt euch auf der Flitterwoche, ne? Naja, der kommt da zugereist. Ich weiß auch nicht. Der hat weiterhin Angst, dass der Schwiegersohn ein Idiot ist. Will checken, ob er ihr irgendwas tut und kommt dann mit auf die Flitterwochenreise. Also auf jeden Fall was zum Lachen wahrscheinlich wieder, oder? Nein, ich finde es nicht zum Lachen. Ich finde das nicht zum Lachen. Ich finde das übergriffig. Das ist einfach eine pathologische, narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und eigentlich kann einem der Mann leid tun. Ist eigentlich nicht zum Lachen, nein. Du, eine Frage, schmeckt's nicht? Gibt's denn was dir so gar nicht schmeckt? Nee, ich esse alles. Ja. Ich esse halt kein Fleisch. Ne? Aus Überzeugung oder aus Geschmack? Aus Überzeugung. Schlechte Kritiken. Die schmecken, glaube ich, keinem. Dankeschön. Liebe Leute, ihr müsst euch den Film angucken. Ein absoluter Schmeichler zum Lachen. Und auch wenn ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, der zweite macht auf jeden Fall Vorfreude auf den ersten Teil, beziehungsweise macht auch alleine Spaß. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst uns einen Daumen hoch da. Und natürlich wie immer hier draufklicken und abonnieren. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.